Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Blattgrün Randomizer Soul Link Challenge mit Tani und mir. Hi! Drei Trainer. Drei Trainer noch und ich glaube. Ach, siehst du, jetzt weiß ich, was ich gucken wollte mal. Ja, ob es Pikachu-Ohren gibt. So wie meine Ohren hier noch mit Pikachu. Das wäre mega gut. Pikachu-Ohren. So, so. Ja, ich metze mich hier dann mal weiter durch. Ich habe die Angel bekommen. Alte Angel. So. Die habe ich mir schon mal geholt. Ein Taubsi, so, so. Zwecks der Encounter in den Städten, die wir ja noch haben. Die Angel-Encounter. Ich würde sagen, lass uns die noch aufheben. Für eine bessere Angel. Und wenn wir dann Not haben. Ich meine, jetzt geht es uns ja eigentlich sehr gut. Ja, kann man schon sagen, dass es uns aktuell gut geht. Die hatten schon das Gespräch. Ach ja, stimmt. Urania City an sich ist ja auch noch ein Angel-Encounter, so gesehen. Also haben wir schon drei. Der eine Typ hier, der lässt ja sein Macholo den Boden, also das Fundament ebnen für sein Haus. Ja. Würde mich interessieren, ob es da so eine geheime Secret-Quest gibt, dass der die halt das Haus mal fertig kriegt irgendwie. Was du irgendwie triggern kannst. Also hier mit Sicherheit nicht. Nee, aber das fände ich irgendwie mal cool. Weil er tut mir schon ein bisschen leid. Die neueste Gen ist ja sehr auf diese Secret-Quest-Sache aus, tatsächlich. Oh, das ist cool. Also die jetzt kommen wird? Oder nee. Die schon da ist? Die Ultrasonne, Ultramond. Ach so. Das ist ja das Einzige, was sie da wirklich besser gemacht haben. Diese ganzen Nebenquests und so. Oh. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Radikal. Welches Level war das denn? Das Radikal, 16 oder so. Das war, aber das, oder 14, 16? Ich glaube 16 war es. Schauen wir mal. Ich habe einen Geschenkgutschein für ein Bike gefunden. Das heißt, ich kann erstmal zurückgehen und mir noch das Bike jetzt holen. Ah. Ein Habitak. Ist Pikachu. Auch. So, hier unten ist die Arena. Da kommen wir noch nicht hin. Nein, der macht mir noch Schaden, ey. Kämpfst du schon gegen das Radikal? Nein. Achso. Aber bin ich noch nicht. Aber jetzt kommt es. So, schön nochmal Level up. Level 23. Das könnte die Entscheidung ausmachen. Wird schon schief gehen, also nicht. Ich glaube, ich hole mir erstmal kurz das Bike. Ich renne mal nach oben. Jung. Du mieser Kleiner. Das, ne, Freundchen, ich wechsle aus. Das kannst du vergessen. Was denn? Er hat meine Verteidigung gesenkt, ja, damit er mich jetzt one-shotten kann. Was soll ich jetzt auf Lampen, warte mal, Hyperzahn, wenn er Hyperzahn macht. Ich verstehe das Item leider nicht. Als Ding das vielleicht aus? Oder? Ich will das Lampenlady nicht riskieren, ehrlich gesagt. Weil das ist das, was mit deinem Morlord verbunden ist. Ich wechsle mal aufs Ding, guck bitte mal, nicht. Passiert. Ich brauche Morlord echt für den nächsten Kampf. Er macht es schon wieder. Er ist mit Sting verbunden, Geweiher. Ja, komm, ey. Go, go, go. Gut, ich habe einen. Lieber, du musst jetzt machen. Bike. Das tut weh. Aber das muss es gewesen sein. Ich muss ja eh erst oben durch, ne? Geh jetzt kurz oben durch. Ja. Kein Hyperzahn. Kein Hyperzahn. Ich habe einen abgekriegt, aber der hat überhaupt nichts gemacht. Ja, du hast ja auch ein OP-Pokémon bekommen. Mega gut. Ja, für mich. Für dich. Eigentlich für mich. So. Dann schreibe ich mir hier gerade mal auf. Nein, scheiße. Dass wir hier den Encounter uns offen lassen. Mhm. So, sehr schön. Hier sieht aus wie Sau. Wieso kann ich mit dem Fahrrad durchfahren? So, du gibst mir doch bestimmt die Angel, oder? Ganz links neben Pokémon Center. The Old What? Sehr gut. Schön.
Für dieses Stück muss ich das Bike jetzt legen. Jetzt gucken, ob hier ein Item liegt. Mal random durchklicken. Klick, 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 klick. Nein. Schade. Warte mal, hast du gerade Fahrrad gesagt? Ich habe ein Fahrrad. Ich habe mir das gerade geholt. Ich war grad... Du hast ein Fahrrad. Wie hast du das denn so schnell geholt? Du kannst dir doch den Wutscher holen. Ja, den Wutscher, aber nicht das Fahrrad. Natürlich. Du gehst mit dem Wutscher wieder hoch, rennst hoch und holst das Fahrrad. Ach, das hast du auch schon. Wie weit vorne bist du denn, ey? What ich hab doch nur, bin da nur gerannt. Ich renn doch nur durch die Gegend die ganze Zeit mit Y. Njong. So. Echt unglaublich, ey. Ich komme überhaupt nicht mit. Okay, also vor der. Ich warte am Schiffseingang. Ich mach das hier ganz gechillt. Ich warte am Schiffseingang auf dich. Oh, ach, jetzt labert er mich hier erstmal zu. Ja, komm, gib mir den Gutschein. Das Fahrrad hole ich mir ein andermal, ey. Wir warten auf den guten Club. Den kriegen wir zur Schneider. Habe ich überhaupt einen Pokémon, was zur Schneider kann? Das ist natürlich die Frage, ne? Ja, doch, habe ich. Ich habe ja, mein Shiny müsste es können. Theoretisch. Oder Phoenix müsste es auch können. Wollen wir uns vielleicht erstmal die beiden Encounter noch holen? Welche? Ja, die es hier halt noch gibt. Wo denn, ne? Nach rechts oder was? Meinst du Dicta-Höhle und so? Ja. Können wir machen. Also Dicta-Höhle erstmal oder erst Route 11? Hier gibt es so normale Pokémon. Das ist natürlich nervig. Route 11 oder Dicta-Höhle? Lass mir erstmal gleich Dicta-Höhle machen. Okay, ich gehe mal in die Dicta-Höhle rein. Hallo. Hallo, Opa. Ja. Ich nehme auch nochmal so 3 Supertränke. Ja, komm. So, ich bin in der Höhle. Wir gehen aber jetzt nicht durch jetzt, oder? Kurz. Hilfe! Nein, das da brauche ich nicht fangen. Es ist ein Quiekel. Das habe ich ja schon. Ja, das brauchst du nicht fangen. Okay. Wollen wir durchgehen durch die Dicta-Höhle jetzt? Nee, ne? Nein. Gut. Dann gehe ich über seinen Eingang und gucke. Kommt drauf an, wie wollen wir das später eigentlich machen mit dem Felstunnel? Wollen wir da blind durch oder wollen wir uns echt Blitz holen? Ja, Blitz holen. Oh, ich habe einen Pummeluff. Hallo, Pummeluff. Ja, klar, holen wir uns Blitz oder nicht? Musst du was fangen, oder? Also das muss ich fangen. Das muss ich fangen. Ich muss es aber erstmal schwächen. Also, dein Encounter hier ist ein Pummeluff. Mhm. Ich hoffe, dass Marte tötet. Ne, ist okay. Dann müsste noch einmal, wenn es nicht gerittet, müsste es passen. Ja, müsste noch einmal und dann müsste es eigentlich chillig passen. So. Wenn es jetzt gerittet, habe ich ein Problem. Nicht kritten. Okay, perfekt. Ein Pummeluff ist natürlich ein Traurigkauter, muss man schon sagen, ey. Also ist Knuffel. Ich mag Pummeluff. Und wieder ein Meryl. Sag mal, was soll denn das, ey? Aber es war das erste Mal, dass ich überhaupt einen doppelten Spawn hatte. Pokéball, los! Pummeluff. Oh nein! Was? Ein Skitty. Oh, was ist denn das? Gott. Ja, das wird auch Nutzlos-Chan genannt. Was, Nutzlos-Chan? Ich glaube, Felino heißt es vielleicht im Deutschen, ich weiß es nicht. Felino. Ich mag Felino. Oh, ist voll cool. Nein, ey. Okay, also Pummeluff und Skitty, das ist auf jeden Fall ein Team, das wird niemals freiwillig reinkommen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ey. Nee, nur wenn alles andere weg ist. Ich gehe zurück in die Stadt, erstmal. Ah, nee. Hast du Pummeluff gefangen? Ja, habe ich. Oh, hier ist ein Item, da schnapp ich mal. Wasserstein. Nice. Hallo, Wasserstein. Obwohl, Route 11. Bis Relaxo könnte man sich eigentlich noch durchkämpfen. Weißt schon, dass du da nicht durch... Wie du waschen willst. Bleib doch mal ruhig. Du kannst da noch nicht weiter. Ganz ruhig. Ich weiß, ich kann noch nicht weiter. Aber hier gibt's ja noch ein paar Items. Und hier gibt's Trainerkämpfe. Und so. Ja, also... Ja, ich würde aber dann zuerst dann doch das Schiff machen, oder? Ja, also, doch. Ja, machen wir zuerst das Schiff. Also, aber weil wir jetzt schon echt nah am Level sind. Wollen wir uns den Encounter dann jetzt erstmal noch holen? Hier auf Route 11? Ich muss erstmal versuchen, das Felino zu fangen. Aber wir wollen erstmal den Encounter holen hier auf Route 11, oder? Ja, würde ich schon sagen, okay. Oder? Ja, ne, klar, doch. Ich meine, neue Encounter ist natürlich immer Hype. Also. So, Achtung, ich guck mal, was mein Route 11 Encounter ist. Daumen drücken. Irgendwas Gutes, komm. Und es ist ein Schwalbini. Okay. Hast du das nicht schon? Nein, nee. Nein, hab ich nicht. Schwalbini ist okay.
Oh, es schläft nicht. Hallo, gut. Aufhören! Alter! Okay, das Ding hat mich gerade richtig hart. Ich muss auswechseln. Oh, so ein Scheiß-Pokémon macht mir so, solche Probleme. Komm, wach auf, komm. Ja, danke. Bitte nicht, töten, bitte nicht töten. Stopp! Was ist Stopp? Was hast du gemacht? Du hast getötet, oder? Das war One-Hit. Gerade eben hast du... Hast du gerade eine Route verkackt? Ja, hab ich. Moment. Wow, da... Wow. Oh, ich bin so vorsichtig, der Erste. Wow, toll. Ja, ich dachte mir, ich könnte es schwächen. Ich hätte ja einen Ball werfen sollen. Ich wusste es nicht genau. Gut. Gut, also was immer du fängst, kannst du wieder freilassen. Oder gar nicht ich erst bin mal. Immer noch bei dem Filido. Ja, ich warte mal am Ausgang, bis du hier rauskommst. Also, wir haben hier... warte mal. Jetzt mal hier die Höhle. Jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Was hattest du hier nochmal, Skitty, und was war das andere Nutzlose? Ich hatte Pummeluff. Ach, Pummeluff, genau. So... Na, guck dir an, was du hättest bekommen können. Wenn das jetzt ein übelst mega OP-Pokémon wäre, was du jetzt gekriegt hättest, ne? Ich muss mir erstmal einen Namen überlegen. Ich nenne dich einfach mal. Es gibt auch bestimmt irgendwo noch einen Typen, wo man die Namen ändern kann, oder? So ein Namensänderungstyp gibt's, ne? Ja, der ist in Lavandia, glaube ich. Da müsste ich da mal hin. Ich müsste meinen ganzen Pokémon mal noch Namen geben. Ich nenne dich Nope. Nope, wow. Nope, nicht heute, nicht am Abend. Niemals. Welche Route ist denn das hier? Gerade erstmal hier nachgucken. Die rechts Route 11 ist das. Route 11. Also. Route 11 mache ich mal ein dickes, fettes X, weil es hier jemand verkackt hat. Ja, also das wird jetzt... Revival Herb, ach komm, ey. Also das Let's Play wird jetzt bei Plupp nur noch stattfinden. Ich quitte. Hallo. Wir spielen das hier durch, ne? Ich werde so froh sein, wenn Blubs mal versaut. Dann mache ich hier ein Konzert. Was wird passieren, wenn ich hier weiter so einen Rotz kriege? Ich mache hier ein Konzert, ich sag's euch. Was kann ich denn nicht fangen? Bitte was übelst gut, ne, nichts Gutes, nee. Bitte irgendwas total Doofes. Wow. Was? Wow, Natu. Hätte Natu. Ich jetzt gehabt, ey. Oh, Natu und... Boah. Natu wäre cool. Natu, die Entwicklung? Ist halt... Ja, das ist ja Zatu. Ach, stimmt. Natu. Ach, ja. Schwalbe und Natu wäre schon geil gewesen. Ja, schon. Ja, ciao. Ich lauf da mal weg. Boah. Es tut mir leid. Okay, lass uns aufs Schiff gehen. Lass uns hier wegfahren. Kein Bock mehr. Lass uns hier wegfahren. Ja, willkommen. Hallo. Ja, mein Ticket. Ja, ich hab ein Ticket. Ja, bitteschön, da. Ach, warte. Ich sollte... Ich weiß nicht, ob man sich hier auf dem Schiff heilen kann, ehrlich gesagt. Deswegen gehe ich gerade nochmal schnell ins Pokémon Center. Weil das, Skitty... Kannst du, wenn du in dein Bett schläfst. Das geht aber nicht in jeder Edition. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Oh. Ich weiß nicht, ob das hier im Remake geht. Okay, dann muss ich ganz kurz ins Pokémon Center auch. Sicher ist sicher. Ob es nur 5 HP sind oder so. Besser mal hart, als man hätte. Bam, bam, bam. Ja, das stimmt. Mission Zerschneider. Wie viel Tränke habe ich mit? Jetzt muss ich kurz gucken. Wie stark ist der Rivale, frage ich mich gerade. Wann kommt der? Ja, kurz vor der Kabine. Ach ja, stimmt. Wie viel Tränke hast denn du mit? Eine normale Potion habe ich noch mit und ich habe... Einige. Ich hab 8 Potions mit, 8 Super Potions. Reicht das? Das ist sogar mehr wie ich, ey. Ich nehme noch 2 mit zu 10. Machen wir eine Runde, machen eine schöne Summe draus. Nein, Alter, lass mich aufs Schiff. Wir haben immer noch 2 Super Potions mit. Machen wir eine schöne Summe draus. So. Ja. Ich denke, das sollte reichen, hoffe ich doch. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal rechts entlang. Da Moment. Ist, glaube ich, der falsche Weg. Moment, Moment. Jupp, ich speede aufs Schiff. Sekunde. Jung. Oh, ein Feuerheiler im Mülleimer. Nice, danke schön. So, ich bin auf dem Schiff. Du bist rechts rum erstmal.
Ja, und dann unten hab ich das mal gemacht. Also wohin gehst du jetzt? Erst nach rechts gleich in die Kabine rein hier oder nach unten? Ich bin erstmal die Treppe und mach da die Räume. Achso, erst nach ganz unten. Weil wenn das Bett funktioniert, ist es da, glaube ich. Wenn es funktioniert. Ja, das ist hier. Also ich gehe gleich in die erste Kabine rein nach der Treppe, ne? Ja, ich gehe in die letzte. Also ich mach von hinten. Oh, du komm mal hier mit. Warte, da ist ein Item. Da weiß ich mal, wo ein Item ist. Los, Lampenlady, lerne eine Elektroattacke. Das könnte ich jetzt hier echt gut gebrochen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es ist auf 25. Ich gönn mir erstmal die Kämpfe. Hallo. Ba, 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 da, ba, ba, ba. Ein Pokémon, was hast du? Okay. Okay. Ja. Ach, du hattest nur ein Pokémon, das ist natürlich... Speed weg. Oh, was hast du denn? Was haben wir denn? Ach, ein Angler, ey, das ist natürlich schon... Oh Gott, ey. Schaden mach ich dir. So. Nächster Kampf. Alles klar, ich muss auswechseln. Ja, ich werde auswechseln, definitiv. Drei Pokémon. Ich kämpfe gegen den Angler. Ein Tentacha. Nein! Ach, verdammt, ich habe das falsch gemacht. Nein, das wollte ich doch nicht. Super effektiv. Juhu! Na, 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 na. Nicht vergiften, nicht vergiften. Ich glaube, ich werde mal nach dem Kampf den EP-Teiler wieder einsetzen. Weil sonst kriegt das eine Pokémon so viel EP. Das wäre nicht so geil. Hast du bei dir jetzt eigentlich im Team irgendwas ausgetauscht? Weil ich nicht. Nee, ich auch noch nicht. Hätte man noch machen können, oder? Wollen wir es noch machen? Ab. Ich hätte den Geist schon gar mit dabei. Weil ich ihn schon gern die XP hier geben würde. Wollen wir noch mal ganz kurz rausgehen? Das können wir ja, ne? Ja, ich bin gerade noch im Kampf. Ja, ich auch. Alles gut. Da gehen wir kurz noch mal zurück. Das könnte bei mir auch dauern, weil ich habe halt nichts Effektives immer gegen dich. Das geht bei dir wesentlich schneller. Ja, mein Morlord hat Lebensschelle. Ja, Moment, aber gut. Du überlevelst das nicht absichtlich, oder? Du musst schon versuchen. Ja, darum will ich ja unbedingt den MP-Teiler haben. Das ist ja unfair. Darum will ich ja unbedingt den MP-Teiler haben. Aber ich will aber ja kein Pokémon verlieren, darum setze ich ja schon aufs Effektivste. Ja, gut, aber wenn du dann eins immer überlebst. Ja, das ist es halt. Das ist doof, ne? Ich weiß. Wenn du halt immer. Okay, dann setze ich jetzt. Wenn du das überlevelst, das ist ein bisschen. Aber bevor irgendein anderes stirbt, würde ich das dann einsetzen, also. Ja, dann, aber. Okay, also dann lass ich es jetzt. Das ist halt ein bisschen zu einfach, wenn du immer eins benutzt und die anderen dann PvP mitleveln lässt. Ich habe so ein Lack, dass ich das schon gekriegt habe, das Item, ne? Ja. Okay, warte. Das ist echt lucky, ey. Dann mache ich jetzt an den Anfang. Kommst du erstmal jetzt weg. Switching mit... Die sind halt alle schon so hohes Level. Möwi, komm Möwi. Dann gehe ich kurz. Oder du lässt es mit dem EP-Taler. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann kann ich den Geist aber gar nicht. Ja, ich würde es dem Geist geben, weil der ist eh Level 10. Ja, gut, das ist ja okay. Ich gehe mal raus kurz und hol ihn mal. Du bist noch im Kampf, nehme ich an. Ich habe jetzt den ersten Raum gerade gemacht. Ich komme aus dem ersten Raum raus. Ich gehe gerade in ein Pokémon-Center. Also tauschen wir jetzt gerade erstmal aus. Kurz. Ja, ganz kurz. Dann nochmal Kommando zurück. Was war bei dir nicht in dem Mülleimer drin? In welchem Mülleimer? In dem ganz links Walker, kein Mülleimer drin. Du bist echt an dem Mülleimer vorbeigelaufen. Ach, der draußen auf dem Gang steht? Ja. Ja, den habe ich nicht. Da habe ich nicht reingeguckt. Achso. Tja, Schneckmark, mach's gut. Also, dann tauschen wir jetzt Pummeluff und Schneckmark gegen. Gegen Snubbull und Duskull aus. Ja, genau. Ist ausgetauscht. So, jetzt kriegen nämlich dann auch die großen Pokémon nicht mehr so viel EP, wenn ich den EP-Teiler benutze. Moment, gibt der EP-Teiler allen Pokémon was? Nein, nur dem einen, der es trägt. Ach so, ich wollte schon sagen. Das wäre ja, nee. Das ist nämlich später so. Das ist ja doof. Nee, das ist...
stimmt, ja, ich habe eine Edition gehabt, wo es so war. Heißt der EP-Teiler mittlerweile ja auch OP-Teiler. Nee, das ist doof. Ich glaube doch daran erinnere ich mich sogar, dass... ich den irgendwo... Da. Hä? So, Pummelhof. Oh, guck mal, eine schön gefüllte Box, ey. Und Terrorfee. Willkommen im Team. Nein. Okay. Der Geist. Dann schauen wir erstmal Terrorfee an. Der Geist ist mit an Bord. Was kann Terrorfee denn? Erstmal angucken hier. Ich habe eh einen EP-Teiler. Brauche ich jetzt nicht mehr wissen. Ja, man kann das Pokémon ja mal angucken. Ja, das Biss zum schon. Beispiel. Ich habe auf die Attacken geguckt. Ich will nicht wissen, wie viele schon in die Kommentare geschrieben haben, wie man die Attacken ganz einfach sortieren kann, ey. Ich bin einfach zu faul dazu, ey. Leer Nightshade. Das, oh, Nightshade, aber gut. Ja, ich hab das Ticket. Ich hab dir das doch eben schon gezeigt. Lass mich durch, ey. Ja, ja, die nehmen es halt. Guck mal, die stehen die ganze Zeit hier rum. Die wollen irgendwas zu tun haben. Ja, ich sehe ja schon, ey. So, alles klar, wieder nach unten. Ah, Level 13, ey, das ist natürlich, ey, boah. Max Potion habe ich gefunden. Nice. Ey, das ist so. Das ist doch ein Witz, ey. Was ist halt, war eine Mülleimer drin? Was kann ich dafür, wenn bei dir die Leute nicht so gute Sachen wegschmeißen? Oh ja, hey, aber das ist ein Witz, ey. So. Ah, wieder ein Tentacher, ey. Oh, Leute. Alter, es geht schon wieder los, ey. Was denn? Ich greife jetzt trotzdem an. Kein Vergiften. Oh. Wow. Wow. Okay, danke. Erstes Tentara vergiftet. Oh, jawohl. Ach komm, ey. Ich wechsle ja schon wieder aus. Wen soll ich denn hier reinschicken, ey? Ich weiß es doch nicht. Ich habe nichts gegen die. Was soll ich denn hier tun? Dario? Ey? Ah, Shadow. Ja, das soll der genau, aushalten. Das okay. Tut... Wie viel? Ja, komm, geht. Mach's einfach weg, ey. Mach's einfach bitte weg. Perfekt. Gut, weg. Erstmal gleich meine Möwe wieder heilen. Möwi! Ich dachte, Möwe ist OP. Möwi? Ja, anscheinend nicht gegen den Tacher und so. Ja, es war vergiftet, also insofern. Ach, Stern, du. Solange die hier keine Starmies haben, ist ja alles gut, ey. Beschwer ich mich ja nicht. Ein bisschen healen noch. Ja. Okay. Was hast du hier für ein Item liegen, Kollege? Das frage ich mich auch gerade. Waterpuls bei mir, TM3. Was? Das ist ein absoluter Witz. Das kann es nicht sein, wenn ich jetzt nichts Gutes habe. Wir haben 17 Alles klar, ich gehe. Ciao. Was hast du? So, Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß Das ist Witz. Du kriegst nochmal Aquavelle, nochmal. Ich hab das? Hab ich das nochmal? Die ich vergöttern würde. Und ich krieg Protect? Die nutzlose TM überhaupt? Dafür habe ich aber schon ganz viele Bären gefunden, okay? Wow. Ja. Dieses Spiel. Kein Vergiften. Das ist nicht meine Verteidigung. Das gefällt mir nicht. Mach's weg. Ja, wie er mich sofort angreift, wenn ich durch die Tür komme, ey. Ja, bei mir auch. Okay. Er wollte meine Defense senken. Er hat einen Seeper. Ja, das sehe ich. Ich stehe vor ihm. Und er hat noch einen Seeper. Wie viel Schaden macht die Aquawelle? Oh, ich bräuchte eine Elektroattacke, ey. Boah, sie senken immer noch meine Defense. Gefällt mir nicht. Da ich zuerst dran bin, ist alles gut. Wo jetzt staffelt sich das dann zum dritten Kampf. Es ist schon mal zweimal Defense nieder bei mir.
Wenn der Dritte das jetzt ist gefährlich. Wenn der Dritte jetzt entscheidet, sich gleich anzugreifen, anstatt nochmal das so eine Debuff zu machen. Ja, ich werde jetzt auswechseln, das ist echt ein bisschen heikel. So, 23 Lampenlady, vielleicht eine Elektroattacke, aber ich glaube nicht, nein. Boah, wenn ich hier eine Elektroattacke bekomme, das... Oh. Ja, das wäre echt sehr geil. Mein ich Shiny... Glaub, da fehlen noch zwei Level, ey. Ach, scheiße, aber wenn der 24 ist, dann darf ich ja gar nicht... Oh, nee, ach komm, ey. Ganz ehrlich, wenn du überlevelst, dann will ich auch ein Level drüber gehen. Ja, genau. Kannst du. Kannst du ruhig. Okay, mach nur Defense nieder, ne? Ist alles gut. Bam. Gut. Sieve ist sehr gut, sehr gute Attacke. Sehr gut. Der hat ernsthaft dreimal Seep, ja? Ja. Ich habe gehofft, er hat Seemon noch hinten dran oder so, aber nein, hat er nicht. Und ich habe Yellow Flute. Was ist ein Yellow Flute? Was ist das? Nein. Du? Über die Kämpfe so schnell genug bei mir so ewig dauern, ey. Was ist ein Yellow Flute? Was? Yellow was? Yellow Flute. Flute. Doch, mir sagt gerade nichts. A yellow glass flute that snaps one Pokémon out of confusion. Ah. Das klingt sehr praktisch, tatsächlich. Ja. Ist es, denke ich auch. Hallo, Kollegen. Oh, du willst nicht gewerblich verkämpfen. Was? Lachs-Inzenz? Was ist das denn? Das ist, glaube ich, auch sowas, hä? Drei Pokémon hat der nächste. Wieder ein Seepa. Alter, ist hier los, ey? Seepa. Was ist hier los? Ich will das jetzt Blubber ein. Und? 2 HP. Ach ja, ist okay, kannst weitermachen. Finde ich gut. Seepa macht mir halt 2 HP Schaden. Mit Blubber. Möwi. Ja, super. Ich hab so die Befürchtung, dass ich dieses Schiff echt hinziehen könnte. Der Geist levelt auch gut nebenbei mit. Also ich wechsle mal, sonst levelt Möwi auch noch zu krass hier. Ich hätte auch gern ein EP-Teil, ne? Ja, ist sehr praktisch. Muss das Ding auch offscreen trainieren. Geht halt nicht anders. Ich kann nur sagen, ist sehr praktisch, ja, doch, sehr. Ja. Oh Mann, ist das ein Krampf. Ich bin auch so ein bisschen beunruhigt, weil sich Major Bob doch recht schnell nähert, tatsächlich. Also nach dem Schiff kommt er ja eigentlich schon. Ja, klar. Hab doch gesagt, den gönnen wir uns dann. Eventuell. Ja, aber das dauert noch. Ja, ein bisschen dauert's schon noch. So. Nein. Und wieder das scheiß Tentakel. Bist du schon bei den zwei Herren, die da drinnen stehen? Poison String. Ja, ich kämpfe gerade gegen den ersten. Ja, ich auch. Bin gerade bei seinem Tentacher. Tentacher. Ha, daneben. Wenn du so ein Pokémon-Spiel entwickeln würdest, du müsstest quasi das auf so eine Region, sag ich mal, basieren, die es auch so in der Realität gibt. Was würdest du so machen für eine Region? Die es in der Realität gibt? Ist ja meistens so bei Pokémon-Spielen. Ich meine, dass das neu jetzt ist ja Großbritannien quasi. Das davor war ja Hawaii, davor Frankreich. Ich würde was vielleicht das in mehrere größere Abschnitte unterteilen. Also Europa und dann aber mit Nordafrika mit Wüste und so, das fände ich ganz geil. Alter, ja, voll Giga-Region, ey. So eine Wüstenregion fände ich auch mal ganz cool, muss ich sagen. Oder so eine richtig tiefe Dschungelregion. Ja. Bin gut eigentlich. Dann gehe ich auf die Suche nach Mew. Wüste ist ja immer recht ätzend in Pokémon-Spielen, ne? Ja. Dann aber ohne Encounter vielleicht. Ja. Also ohne feste Encounter. Okay, das Muschas hält was aus. Oh,
Wo ist eigentlich hier dieses Bett? Gibt's das hier? Ja, ja, das ist in der Tasche höher. Ich glaube, das zweite von rechts, wo mir hochkommt, oder? Direkt. Dann würde ich da gleich echt mal gerne vorbeischauen. Na, erhöht noch seine Defense. Ich sneak mich erstmal vorbei. Was haben wir hier? Wow, ein Schutz. Dankeschön. Wieso hat er hier ein Maschok stehen? Ich hab Angst. Hi, willst du kämpfen? Bist du unten schon fertig? Ja. Ich kämpf gerade nach unten. Weil im letzten Raum ist halt nichts. Ach cool. Ich hab gerade das 24er Rohscheißblatt gemacht erstmal. Wenn wir unten ja immerhin schon mal fertig. Unten bin ich jetzt auch fertig. Also wenn jetzt hier nichts mehr ist. Hier steht doch ein Typ mit. Der will nicht kämpfen. Okay, ja, dann. Der will nicht dann kämpfen. Kralle ich mir das Item und. Oh, du bist ja mit dem Feuer-Pokémon, danke schön. Ich habe ein Magnet gefunden. Hä, wie gefunden? Wo? Was? Na, in dem letzten Raum, wo der Typ drin steht, ist ein Item auf dem Tisch. Ach so, ja, das war bei mir ein Schutz. Wow. Aber Schützen ist wichtig. Aber du hast einen. Ey, den Magnet, den hätte ich so gerne. Verstärkt Elektroattacken, ne? Ich habe kein Elektro. Und ich kriege einen Schutz. Das ist für die nächsten Tunnel ist das auch gut. Oh, ein Vulcano. Oh, ich will auch einen Vulcano haben. Dieses Spiel verarscht mich doch jeder. Strich und Fahrweg. Warum denn, ne? Ich finde nur Scheiße. Hätte bei mir genauso laufen können. Ja, wobei, die ganzen Bälle sind eigentlich okay, die ich gefunden habe. Siehst du? So, ich würde jetzt einmal echt gerne das Bett benutzen. Guck mal, ob es geht. Ich brauche auf jeden Fall die Elektroattacke vor dem Rivalen. Ja, was werde ich auch hinkriegen, oder? Wieso? Also, du denkst, du findest eine? Oder was meinst du? Nein, ich weiß, dass ich auf dem nächsten Level eine lernen müsste. Ach so. Dann drücke ich dir die Daumen. Hallo? Ist hier das Bett? Ja! Oh, hier ist es. Okay, wir hätten nicht zurücklaufen müssen. Ja, es geht. Müsste hier sein, oder? Nein, hier ist es nicht. Wow. Okay, ich wollte eigentlich jetzt gerade die Folge beenden. Jetzt redet mich ein Typ an, der will hier mich kämpfen. Gut, dann kämpfe ich noch gegen den. Oh nein. Ach, das ist mein Bett. Oh, super. Na, Nidoran, wie geht es dir? Lass mich raten, ein zweites Pokémon ist ein Nidoran weiblich. Nein. Ach, scheiße. Ich habe, glaube ich, gerade auf Seite gehen, aber das war wohl nichts. Der Opa hat scharfe Augen. Eine super Brille. Haha. Da ist ein heißes Mädel, auf geht's! Wow. Boah, Nidoran weiblich, bin ich gut oder bin ich gut? Ich hab's predicted. Doppelkick. Aua! Hallo, nicht kritten hier. Oh, gekritten, nice. Ich kritte. Wow. Ich werde gekrittet und du krittest. Das sagt schon alles über dieses Projekt aus, ey. So, einmal Blubber. Zack. Könnte eigentlich auch NATO in C. Ach nee, geht ja nicht. Okay, das war gemein, ich geb's zu. War, wow. Noch irgendwas? Okay. Es gibt hier nichts. Schon gut. So, ich stelle mich jetzt quasi vor dem nächsten Raum. Ich gehe aber noch nicht. Ich bin reingegangen. Scheiße. Oh, aber hier ist gar nichts. Der Raum ist einfach leer. Aber nice. Aber ich bin vergiftet. Moment. Ah, komm. Gehen wir noch rein. Dieser Raum hier. Das macht nicht viel Schaden. Das Gift macht auch nicht so viel Schaden. Kämpfe? Hä? Wollen wir das hier probieren? Reicht das aus? Kämpfen? Ja. Hat ausgereicht. Und gut. Kämpfen. Hä?
Dann stell mich jetzt vor diesen Raum hier und warte auf das Folgenende. Moment, Moment, ich bin noch im Kampf. Sekunde. So. Dann guck ich mir den Raum noch an. Ach du heilige Scheiße. Alles klar. Ich bleib genau hier stehen. Das wird ein interessanter Raum. Wieso? Was ist in dem Raum? Da sind einige Dreher drin. Das wird hier... wo war noch mal gerade mein Bett? War das hier? Ja, hallo, hier. Ich möchte mir gerade heilen, der Raum sieht gefährlich aus. Wenn ich das schon höre, gehe ich wieder mal ins Bett. Ja, dann würde ich sagen, war's doch schon mehr für die Folge, ne? In der Tat. So. Okay, hier will ich als nächstes reingehen. Gut, also ich bin ready. Ja. Dann eine Empfehlung fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.